Ist es bei euch im Raum auch gerade so hell? Hm, irgendwie ist das verdammt komisch. Bei Mario ist es nämlich gerade auch so und... Naja, wie wär's mal, wenn wir einfach mal random... die Luft starren? An die Decke? Hä? Ja, richtig. Wir kommen dadurch in einen neuen geheimen Kurs. Und damit heiße ich euch auch herzlich willkommen zurück zu Super Mario 64. Herzlich willkommen! In diesem Kurs kannst du den roten Schalter entdecken. Löst du ihn aus, kannst du in allen roten Blöcken Federkappen finden, mit denen du fliegen kannst. Benutze den Dreisprung, um den Flug zu starten. Die Kontrolle funktioniert wie bei einem Flugzeug. Bewege den Analogstick nach vorne, um zu sinken, und nach hinten, um zu steigen. Ja, das macht natürlich Sinn. Und ja, tatsächlich gibt es in diesen geheimen Kursen, also wo die Schalterpaläste sind, auch rote Münzen, die man sammeln muss, damit man einen Stern bekommt. Also in jedem von diesen Schalterpalästen. Es gibt nämlich tatsächlich noch mehr. Denn dort kann man immer mindestens einen Stern holen. Und... Na, natürlich habe ich das nicht bekommen. Warte mal, vielleicht kann ich das noch retten. Denn hier ist es nämlich schwierig, alles in einem Lauf zu bekommen. Ah, ich könnte es noch retten. Das könnte ganz schwierig werden, aber wir haben es. Wir haben es und wir haben den Stern. Gut. Dann brauchen wir das Ganze nämlich nicht zweimal zu machen. Denn wir können mit diesen Schalter betätigen und dann passiert nämlich etwas ganz Besonderes. Du hast den roten Schalter aktiviert. Ab jetzt kannst du die Federkappe einsetzen und durch die Lüfte fliegen. Jeder rote Block beinhaltet einer dieser Mützen. Natürlich möchte ich speichern. Gut, denn... Ja, richtig. Da wir diesen Schalter jetzt gedrückt haben, sind jetzt ab sofort diese roten Boxen hier überall in den ganzen Kursen erschienen. Also da, wo die halt ja, so durchsichtig waren. Dort ist jetzt so eine Box. Und die können wir dann zu unserem Vorteil nutzen, um dann halt an weitere Sterne zu kommen. Ne? Ist ja ganz logisch. Oh yeah. Wisst ihr was? Dann können wir gleich mal die Gelegenheit nutzen und da hier mal in Bob ums Bobbenberg reinschauen. Denn dort können wir ja den einen Stern nur machen, wenn wir ja auch die rote, also den roten Schalterpalast haben. By the way, das ist, glaube ich, auch so ein kleines Easter Egg an Super Mario World, kann das sein. Weil irgendwie hat Nintendo sich einen Zahn daran gefressen, hin und wieder mal oder öfters mal solche Schalterpaläste in der damaligen Zeit zu machen. Das finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Gut, hier wird jetzt hier werden jetzt die acht roten Münzen angezeigt, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich denke, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Weil wir werden natürlich nicht die roten Münzen machen. Das werden wir zu einem späteren Zeitpunkt machen. Jetzt erstmal gehen wir zu einer Mission, die tatsächlich, ja, ich sag mal ein bisschen tricky ist. Weil da einfach Zielen alles ist. Und man braucht da echt viel Skill für. Vor allem für die Flugkappe. Die, by the way, erstmals hier im Mario 64 ganz neu hinzukam. Die gab es vorher nicht. Daran sieht man einfach, dass Nintendo sich auf jeden Fall neue Dinge einfallen lassen hat. Und schon wieder bin ich zu weit. Wie kann das sein? Man bekommt es auf jeden Fall hin, dass man von da unten dieser Kanone aus auf die Insel kommt. Aber ich kriege es irgendwie gerade nicht hin. Auch schon in den letzten Parts nicht. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Deshalb werden wir jetzt schön hier versuchen, einen Baum zu zielen. Ein bisschen weiter nach unten, damit wir auch wirklich sicher hier raufkommen. Fast wäre ich wieder runtergefallen. Ja. Gut, hier ist eine Kanone und eine Flugkappe. Ich würde mal sagen, wir nehmen die uns mal. Gehen wir in die Kanone, denn wenn wir nämlich in eine Kanone reingehen, können wir uns ein bisschen weiter weg befördern, also ein bisschen weiter wegschießen und dann weiter mit der Flugkappe fliegen. Und jetzt müssen wir hier durch die Ringe fliegen. Verdammt. Es war so klar, dass ich das nicht in einem Zug hinkriege. Es ist aber auch verdammt schwer, muss man sagen. Das bekommt man nicht immer hin. Denn das ist schon schwierig. By the way, es ist auch so, wenn ihr die Flugkappe habt, dann springt Mario auch so ein bisschen höher. Also er hat halt Momentum. Ach, weißt du was? Ich hab das Ding nicht mal getroffen. Was? Was ist denn das für ein Beschiss?
Okay. Nun denn, wenn wir einen Dreisprung ausführen, können wir mit der Flugkappe fliegen. Das ist auch cool. Und ja, die ist natürlich auch zeitlich begrenzt. Weil sonst wäre das ja viel zu OP. Ja, so schafft man das. Okay, jetzt habe ich aber ein bisschen Schiss, dass ich hier abnipple. Komm, ich will es jetzt schaffen hier. Das kann doch nicht sein. Oh, die Musik ist, by the way, richtig geil. Einer meiner Lieblingsmusik. Noch ein bisschen weiter nach unten. Nein, fast. Fast hätte ich das geschafft. Oder wisst ihr was? Wir fliegen ein bisschen weiter nach hinten und dann... Dann machen wir nämlich... Den hier, dann gehen wir ein bisschen langsamer mal an die Sache ran. Und dann... Easy! Da machen wir nämlich diesen hier. Wunderbar. Dann hätten wir das auch erledigt. Komm, warte mal, vielleicht schaffe ich das Skill hier an den Stern reinzufliegen. Ach, schade. Leider nein. Aber immerhin haben wir ihn. Und jetzt können wir uns auch auf weitere andere Sterne konzentrieren in anderen Kursen. In Wumms Wuchtwald gab es, meine ich, keine Flugkappe, die man nutzen sollte, konnte. Ich bin gerade überlegen. Was könnten wir als nächstes machen? Ja, dann würde ich mal sagen, in Wumms Wuchtwald haben jetzt auch nichts, glaube ich, nichts mehr zu tun. Dann würde ich mal sagen, gehen wir in einen Kurs rein, oder? Und zwar ist der nächste Kurs hier. Ich finde es auch gut, dass ich pro Video immer einen Kurs mache, weil ich glaube, das gibt sich dann auch wirklich am Ende auch dann schön aus. Das ist eigentlich gut so, weil so ist dann alles einheitlich. Und ja, der nächste Kurs ist der vierte Kurs und zwar Bilberberg Bob. Rutsche auf der Eisbahn. Ja, okay, gut. Ich habe jetzt, vor allem, was ich nie checke, für mich ist die Eiswelt irgendwie immer der dritte Kurs. Irgendwie war das immer für mich so. Ich bin halt immer, nach Wurms Wuchtwald bin ich immer hier reingegangen. Hat halt einfach den Grund, weil es halt einfach für mich mehr Sinn ergeben hat. Ich weiß nicht. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst im Schornstein nach dem Rechten. Im Schornstein? Sehe ich aus wie der Weihnachtsmann? Naja. Eigentlich ja nicht, oder? Ich meine... Okay, gut, ich habe mir jetzt vor Tagen mein Bart wieder abgemacht. Ich meine, ihr wisst jetzt nicht, wie ich aussehe. Irgendwann werdet ihr das schon noch sehen, weil ich mir irgendwann endlich mal eine Facecam zulege. Aber naja, das kommt alles noch. Und ja. Ja, hier gibt es auch wieder eine Rutsche. Wie auch schon im Schloss. Also in diesem Secret-Raum. Okay, was heißt Secret-Raum? Da, wo man in ein Peach-Bild reinspringen konnte. Da konnte man rein und dann ist da eine Rutsche gewesen. Und ja, und by the way, hier kann man in die Wand reinfahren. Dann ist hier eine Abkürzung, die man fahren kann. Dann geht das schneller. Man kommt ohne Probleme darunter. Ich werde die Rutsche natürlich logischerweise nochmal zeigen. Aber wir werden die ja eh nochmal, fahren. Fahren ist das falsche Wort. Rutschen. Macht ja mehr Sinn. So. Dann müssen wir hier aus der Tür raus und dann müsste eigentlich, ja genau, ein Stern erscheinen. Eigentlich ganz easy. Also, die ersten Kurse, die sind auf jeden Fall, sag mal noch, sehr anfängerfreundlich, damit man sich ein bisschen mehr mit dem Spiel zurechtfinden kann. Und ja, ich finde die meisten Missionen sogar ziemlich spaßig. Also wirklich, alle Missionen sind eigentlich meist ziemlich spaßig und die machen auch sehr viel Spaß. Ja, aber die Mission, die jetzt kommt, die ist tatsächlich für damalige Verhältnisse, also ich hatte damals als Kind sehr viele Probleme dabei, aber heutzutage nicht mehr. Finde das Pinguin-Baby. Denn ich habe immer gedacht, dass das Pinguin-Baby, es gibt hier nämlich zwei.
Eins gibt es ganz weit unten. Und das andere, was ich hier habe, hält hier oben. Und ich dachte immer als Kind, dass das untere das richtige wäre. Und ich habe nie gecheckt, dass das immer falsch ist. Und habe das immer wieder probiert. Bis ich dann nachher gecheckt habe, oh kacke, da oben gibt es ja noch eins. Das ist dann immer so ein Ding gewesen. Aber ja, das hat aber jeder als Kind. Also jeder von uns hat damals ein Lieblingsspiel gehabt, was er immer gesuchtet hat. Bei mir war es Mario 64. Fun Fact, Mario 64 war sogar, glaube ich, sogar das allererste 3D-Mario, was ich jemals überhaupt angefasst habe. Danach war es Super Mario Galaxy, danach Mario Sunshine. Also Mario Galaxy 2 mit eingeschlossen. Und... ach Mann. Das war schon eigentlich eine ziemlich krasse Sache. Ich meine, zum Beispiel, ich hatte jetzt nie... oh fuck. Ich hatte jetzt nie eine GameCube gehabt. Leider. Okay, gut, die war auch verdammt selten, weil niemand aus meiner Familie eine gehabt hat oder hat. Da müsste ich vielleicht nochmal rumfragen. Vielleicht hat doch jemand eine. Weil es wäre schon mal was Neues, mal an einer GameCube zu zocken, an der Originalen. Das würde mich nämlich schon ein bisschen interessieren. Weil bis jetzt habe ich eigentlich an jeder Konsole einmal gezockt. Wii U hatte ich, by the way, auch keine. Das würde jetzt wahrscheinlich einige verwundern. Ich hatte da aber tatsächlich nie eine Wii U. Das hat einfach den Grund, weil ich halt einfach, keine Ahnung. Also als Kind ist mir das eh nicht so aufgefallen. Als Kind wollte ich tatsächlich eine mal haben, dann aber, oh, dann aber doch nicht mehr. Weil, ja, die Spieler haben mich halt nicht so gepackt hinterher. Und dann kam halt die Switch, dann habe ich meine Switch geholt. Und, ja. Hier sind wir bei der Pinguin-Mama. Da müssen wir das Pinguin-Baby hinbringen. Das ist doch... Mensch, Mario, du hast mein Baby gefunden. Wie kann ich dir dafür danken? Oh, ich weiß, ich fand neulich diesen Stern hier. Nimm ihn als Zeichen meiner ewigen Dankbarkeit. Natürlich. Nehme ich doch immer gerne. So, und jetzt... eins, was ich euch gerne zeigen möchte. Für diejenigen, die... naja, gegen Gewalt und Mobbing und alles nicht gesehen sind. Bitte abschalten, denn jetzt könnte es gewalttätig werden. Ja, ihr seht schon, es wird gewalttätig. Oh, die Mutter ist sauer, weil wir ihr Kind gestohlen haben. Okay, jetzt ist es auch immer wieder lieb. Denn, ja, man kann nämlich einen Move bringen, den man vielleicht damals als Kind vielleicht nicht direkt gesehen hätte, aber ich als Kind habe es tatsächlich gesehen und ja, alle jetzt wegstehen, alle jetzt bitte wegsehen. Habt ihr nicht gesehen. Wir vergessen jetzt einfach mal, dass wir das hier gesehen haben, okay. Weil ich möchte keinen Stress mit ja, mit bestimmten Leuten kriegen. Ja, machen wir weiter. Besiege den schnellen Pinguin. Na, da haben wir es auch wieder. Hier kommen wir wieder in die Rutsche rein. Und by the way, die Musik hier wirklich ist einer der besten und einer meiner Favorite Soundtracks aus Mario 64. Boah. Also wirklich, wenn man richtige Winterstimmung haben will, oder Weihnachtsstimmung, je nachdem, dann hört euch diese Musik hier an. Es ist einfach wunderbar. Einfach nur unglaublich. Gut. Hier ist auch schon der Pinguin, gegen den wir anscheinend antreten müssen. Das ist sowas ähnliches wie Koopa der Schnelle. Nur halt, dass wir jetzt hier mit gegen den Pinguin ein Rennen machen auf einer Rutsche. Hallo Mario, du siehst aus, als wolltest du mich gerade fragen, ob wir ein Wettrennen machen sollten. Und ich sage, na klar, es ist zwar noch niemandem gelungen, mich den Schlitterkönig aller Klassen zu besiegen, aber du kannst es ja einmal versuchen, wie steht's? Na klar, Alter. Ich probier's natürlich. Das ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig. Am Anfang ist er noch sehr lahm, aber dann legt er einen Zahn zu. Also sollte man da auf jeden Fall die Kurven scharf nehmen. Und hier am besten nicht springen. Und ganz wichtig, man darf hier die Abkürzung nicht nutzen. Na, wollte ich ja so oder so nicht, weil ich euch die Rutsche ja zeigen wollte. Und, boah, Alter, die Kurve. Man muss die Kurven, wie gesagt, ein bisschen schärfer nehmen. Weil, ja, ihr seht schon. Oh, scheiße. Okay.
auch nicht so scharf nehmen, wie jetzt hier. Also bitte nicht das nachmachen. Das wäre natürlich sehr schlecht. Das war jetzt ein heftiger Fail. ja. Aber ihr merkt schon, das Spiel hat es schon in sich, weil damals die Spiele, die waren tatsächlich, ja, sehr anspruchsvoll. Und da hatte jetzt Nintendo nicht so dran gedacht, dass auch wirklich ein Kind das schaffen könnte. Weil manche Missionen kann man offensichtlich als Kind vielleicht nicht wissen oder nicht schaffen, weil man es einfach nicht hinkriegt. Als Erwachsener schon. Generell frage ich mich, bei älteren Spielen, wenn man die auf 100% machen will, wie schaffen die Kinder das? Also wie sollen die Kinder das schaffen? Okay, gut, ich glaube, Nintendos Hauptziel war auch eher, dass die Erwachsenen oder wer auch immer die Spiele zu 100% durchspielen konnten, aber die Kinder, ja, das halt einfach so casual normal durchspielen halt, jetzt nicht zu 100%, einfach normal durchspielen bis zum Endkampf oder was auch immer. Und halt für diejenigen, die halt krasser sind und halt ein bisschen mehr erwachsener sind, je nachdem, die können das Spiel dann zu 100% durchspielen. Ich glaube, das ist auch so gedacht, also meine ich zumindest, dass es dann immer so war. Du hast mich besiegt. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schneidermeister, den ich kenne. Eine Goldmedaille kann ich dir zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Powerstern, du hast ihn verdient. Oh, danke. Fühl ich sehr. Yeah! Ja, und sollte man später als der Pinguin ankommen, ist es logisch, dass man natürlich verliert, ne? Man kann auch da so heftig auf der Rutsche abkürzen, wenn man runterspringt, aber tatsächlich sieht der Pinguin das auch als Betrug an und er wird euch dann sagen, na, so wird das hier nichts. Das lass mal schön sein, das lasse ich nicht gelten. Und ja, hier kommen schon wieder die 8 roten Münzen im Spiel. Ich glaube, im nächsten Part ist es soweit. Da müssen wir die roten Münzen mal so langsam angehen. Oder übernächsten Part, je nachdem. Mal gucken. Gut, dann überlege ich mir gerade, was es hier noch für eine Mission gibt, die wir noch machen können. Ja. Das ist die Frage. Okay, nicht so schlimm. Ich glaube, ich wüsste da sogar was. Ich glaube, hier unten war das irgendwo. Man musste nämlich noch... Oh, ist eine rote Münze. Oh, Kacke. Schaffe ich den Sprung? Okay, ja. Zum Glück bleibe ich hier auch stecken. Denn hier ist nämlich eine rosa Bombe. Und ihr seht schon, da gibt's, hier gibt es Kanonen. Und mit der rosa Bombe hier können wir die Kanonen öffnen. Und mit dieser ist es dann möglich, uns dann auf die andere Seite dort zu schießen, die wir gerade eben gesehen haben. So, schaffe ich das jetzt noch da unten? Oh, da gibt es ja noch einen Windstoß. Oh mein Gott. Ich dachte, ich gehe schon drauf, ey. Unnormal. Es ist hier schön weiß und kalt. Momentan. Es ist echt nicht mehr feierlich. Obwohl, momentan geht es tatsächlich. Jetzt hat sich wieder alles gebessert, weil die letzten Tage lag hier überall Schnee. Das war nicht so geil. So, jetzt sind wir hier hinten. Ich frage dich jetzt, was muss man hier machen? Ja, hier wird tatsächlich etwas gefordert. Denn hier werden wir mit dem Wandsprung anfangen müssen. Den gibt es hier auch. Und... Oh, scheiße. Na, kann man hier nicht auch einfach diesen hier machen? Ich krieg's gerade irgendwie nicht hin. Ja, man muss aber dazu sagen... Oh, warte mal, ich mach das lieber mit dem Dreisprung. Man muss aber auch sagen...
Wieso hat denn der jetzt den Dreisprung nicht gemacht? Man muss aber sagen, der Wandsprung hier im Mauphin 60 ist ein bisschen eigenartig. Weil man muss nämlich im perfekten Timing die Wand berühren. Also den A-Knopf betätigen. Also quasi, es ist nicht so wie... Oh, geil. Es ist nicht so wie in anderen Mario-Games, wo Mario dann noch so an der Wand rutscht, sondern man muss wirklich perfekt das Timing an der Wand abpassen, damit man einen Wandsprung ausführen kann. Und ja, das ist hier schon halt ein bisschen schwierig. Und dann kann es schon mal wie eben ein bisschen zum Fels kommen, aber naja, das kann ja mal passieren. Gut. Ja. Ich überlege gerade. Nicht der Part so kurz. Also für die Verhältnisse, also durchschnittlich, also die ich halt durchschnittlich mache. Ich glaube, wisst ihr was? Das geht eigentlich ganz schnell. Die roten Münzen und die 8 und die 100 gelben Münzen rums Suchtwahl gehen eigentlich total schnell. Und dann hätten wir den Kurs auch fürs Erste abgeschlossen. Dann machen wir das mal. Gut. Dann kann ich mal in der Zeit mal ein kleines Thema auspacken. Und zwar geht es nämlich um eine Sache. Und zwar um die nächste Nintendo-Konsole. Mhm. Ich habe überlegt, ob ich nicht sogar später darüber rede. Ich habe mir so, ah, nee, komm. Ich rede jetzt einfach mal drüber. Ist ja eh ein Thema, was ich jetzt eigentlich nicht so behandeln möchte. Aber die nächste Nintendo-Konsole, da gibt es ja, oder gab es schon einige Leaks angeblich, einige Gerüchte, was für Specs die nächste Nintendo-Konsole hat. Ich sag jetzt extra nicht Nintendo Switch 2, weil das ist halt weit hergeholt, meiner Meinung nach. Haben wir da oben ist eine rote Münze. Die fragt man natürlich auch. Und deshalb sage ich einfach nichts Nintendo-Konsole. Ich denke, dass Nintendo in die Richtung der Nintendo Switch gehen wird. Das ist schon mal klar. Aber ob die dann auch Nintendo Switch 2 heißen wird oder Nintendo Switch Deluxe oder was auch immer, das bleibt zu warten. Oder es kann auch sein, dass Nintendo die auch New Nintendo Switch nennt, wie beim New Nintendo 3DS. Das kann natürlich auch sein. Würde ich sogar eher nehmen. Weil das eigentlich ein cooler Name ist, auch für Nintendo Verhältnisse. Und ja. Und meine Meinung zu dem Thema ist folgendes. Einige sagen, es wird ja im Februar eine Nintendo Direct geben. Das wird es sowieso, weil es jetzt bis jetzt immer im Februar eine Nintendo Direct gab. Also denke ich mal, wird es diesmal auch wieder so sein. Wann genau? Keine Ahnung. Ich schätze mal so, ja, so Mitte Februar wird das dann so passieren. Und angeblich soll dann die Konsole dort revealed werden. Was ich aber nicht glaube. Weil, ja, macht für mich keinen Sinn. Deswegen denke ich mal, dass Nintendo das mit einem Spezialvideo raushaut. Oder halt in einem, auf einer Messe oder so, keine Ahnung. Oder halt, wie gesagt, wie bei der Nintendo Switch. Mit dem Reveal. Dass sie dort dann so die Nintendo-Konsole zeigen, wie sie aufgebaut ist und was sie kann. Also kann ich mir vorstellen. Aber wenn es auch einer Nintendo Direct passiert, why not? Ich glaube, Sony hat es ja auch auf einer State of Play gemacht. Also meine ich. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich so war. Weiß ich jetzt nicht. Oh shit. Alter. Und das Einzige, was ich einfach nur hoffe, ist, dass die nächste Nintendo-Konsole mehr Power hat und eventuell dann auch die neuen Funktionen unterstützt, wie zum Beispiel DLSS oder so von Nvidia. Raytracing muss nicht unbedingt sein, aber wäre cool. 4K-Support. Wäre schon nice. 120 Hertz oder was auch immer muss nicht unbedingt sein.
Wäre aber auch cool. Aber ansonsten, ja, denke ich einfach mal, dass da einfach mal ein bisschen mehr Puffer in der Luft ist. Weil ich jetzt so cool bin, weil ich mir jetzt oben das One-Up holen. Könnte mir eigentlich gut brauchen. Und, ja, wie viele rote Münzen haben wir eigentlich? Oh, wir haben schon 5, okay. Das finde ich auch so cool, wenn man Pause drückt, dann sieht man hier alles. Das finde ich auch cool gemacht. Die damaligen Verhältnisse. Hat Nintendo sich schon sehr viel Mühe gegeben. Was gibt es noch? Ja, und dass die Nintendo Switch natürlich auch bessere Controller hat. Ich weiß halt nicht, ob dann die nächste Konsole dieselben Joy-Cons benennen wird. Wenn ja, also mir wäre es egal, aber dann bitte mit einem besseren Material. Das wäre angebracht. Die können so bleiben. Sie fühlen sich aufeinander eigentlich ganz gut an. Aber sonst, aber auch wiederum nicht. Ja, ansonsten ist mir eigentlich egal. Die Technologie kann gerne gleich bleiben, weil das LG Rumble ist eigentlich schon ziemlich nice. Was ich mir noch wünschen würde, wenn sie eine verbesserte Version des Pro Controllers. By the way, man kann hier diese Planke umstoßen. Ja, stoß doch. Ja, fällt doch rum. Danke. Das wusste ich, by the way, als Kind nicht. Ich habe das nie gecheckt, dass man die umschmeißen konnte. Das meine ich. Man denkt einfach Dinge erst nach Jahren. Das ist echt krass. So, da haben wir auch den 100-Münzen-Stern. Nice. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Also genau. Dass sie eine verbesserte Version des Nintendo Switch Pro Controllers machen. Und, ja, keine Ahnung, eventuell wie bei einem PS4-Controller auch vielleicht bessere Trigger macht. Das wäre schon ziemlich nice. Ah, da hinten ist die letzte rote Münze. Ich hoffe, dass das kein Flop wird. Aua! Und ich denke und ich hoffe auch, dass die Spiele, die zu Release erscheinen, kein Bullshit ist. Und dass die wenigstens zum Release ein cooles Spiel haben, wie ein 3D Mario oder was auch immer. Und bitte kein Port! Bitte nicht! Scheiße. So, wo ist der Stern jetzt nochmal erschienen? Ich glaube, ich glaube am Anfang irgendwo. Also, wenn es wirklich dann ein Port wäre, von irgendeinem Wii U-Spiel oder was auch immer, oder ein Nintendo Switch-Spiel, dann wäre ich schon sauer. Wenn sie einfach zum Beispiel mal Odyssey porten würden, oder sonst was. Was ich mir aber vorstellen kann, dass die nächste Nintendo-Konsole auf jeden Fall eine Abwärtskompatibilität hat. Mit den Nintendo Switch Spielen, also dass man die Spiele auch dann so spielen kann. Von der Nintendo Switch. Würde ich so, sogar schon fühlen. Und dass man da halt ein paar grafische Verbesserungen macht. Wie bei der Series X und S, dass man da auch die Optimierung einfach vornimmt. Bei den Spielen. Oder bei PS5 halt. Dass man da auch sieht, was optimiert ist und was nicht für die neue Konsole. Das wäre schon eigentlich ziemlich nice. Und das würde ich auch fühlen. Gut, was ich auch fühlen würde, wenn ihr ein Like da lassen würdet, mich abonnieren würdet und die Glocke aktivieren würdet, damit ihr auch kein Video mehr von Mario 64 von mir verpasst. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann, wenn es wieder heißt Super Mario 64. Bis dann und ciao!